dann, wie soll ich sagen, dann leckt es bei allen Leuten. Und wenn es bei allen Leuten leckt, ist keiner zufrieden. Und wenn keiner zufrieden ist, dann mag keiner das Spiel. Und das war meiner Meinung nach einer der Gründe, weshalb sich Modern Warfare 2 zwar zuerst gut verkauft hatte, weil COD 4 hatte das eben alles noch, also Call of Duty 4. Wie lange ist es eigentlich Tag? Ich könnte morgen gehe ich Schafe suchen. Also, ja, und im COD MW2 hat das ganze Zeug nicht mehr. Und das ist sicher vielen PC-Spielern sauer aufgestoßen, dass sie ihnen einfach Sachen weggenommen werden, die sie früher mal hatten, die wirklich nützlich waren, die extrem sinnvoll waren, Spaß gemacht haben und anstattdessen auf einmal irgend sowas mehr oder weniger lieblos hingeklatscht kriegen. Und naja, da fühle ich mich als PC-Spieler persönlich auch verarscht. Ich habe Modern Warfare 2 nicht lange gespielt. Und allein auch die Sache mit diesem Matchmaking, dass man die Map nicht aussuchen kann, die man spielen will. Das ist so eine Sache, da denke ich mir, nee, warum? Ich meine, ich will doch aussuchen, auf was ich spiele, dass ich Spaß habe. Ich meine, ich spiele ja nicht irgendwie, weil, keine Ahnung, weil dieses Spiel alle sagen, dass das toll ist, sondern weil ich es persönlich toll finde. Und wenn ich es eben persönlich nicht toll finde, denke ich mir, sollte man sich als Entwickler doch durchaus Gedanken machen, was man falsch gemacht hat. Das geht wirklich. Und ja, eben genau das ist meiner Meinung nach bei Modern Warfare 2 schiefgelaufen. Ich hoffe, das ging jetzt so. Nö. Fansgate. Gott, wie war das? Ah! Junge! Ach, ich glaube, kann es sein. Könnte sein. Wir probieren es einfach aus. Ich glaube nämlich, es war irgendwie in. Ha! Wusste ich doch. Ich vertausche sowas immer gerne. Hey, das funktioniert. Da kann man auch nicht durchlaufen und das hat nicht mal die neue Hitbox. Da muss er noch nachbessern. Weil jetzt bei Zäunen zumindest kann man laufen. Das können wir mal reporten und wir können. Auch wenn es tickt. Moment. Ich habe allerdings das Gefühl, dass man durch Fansgate durchschießen kann. Ich weiß nicht, ich glaube, obwohl, nee, eigentlich glaube ich nicht. Aber naja. So, hier kommt jetzt dann so mehr oder weniger kleine Bar hin, habe ich beschlossen. In S-Bereich. Auch wenn es mich verdammt viel Holz mal wieder kostet. Aber ich dekoriere ganz gerne das, wo ich. Und das Ganze hat. Ist jetzt lustig mit der neuen Hitbox. Jetzt kann man reinlaufen. Hier mal weiter mit Ausgraben und so. Ja, genau, Modern Warfare 3. Und das scheint die ganze Zeit abzustürzen, zumindest bei der Person, die es von mir in meiner Kontaktliste spielt. Und wer das Jochscast-Video zu MW3 gesehen hat, weiß, nicht nur MW2 ist Hacker verseucht. Und das ist zum einen wirklich verdammt großer Nachteil bei Call of Duty, dass es einfach richtig kräftig hackerverseucht ist und auch vom, naja, vom, sie machen nicht wirklich was dagegen. Man kann sie zwar versuchen zu reporten, aber es interessieren sie normal, interessiert so normalerweise ein Dreck. Und ja, es ist halt doch relativ blöde. Ich meine, es gibt viele Spiele, die fast hackerfrei sind. Beispielsweise wäre da. Buddy disconnected from your channel. Ja, das nicht. Wie war's mit. Modern Warfare 1 waren relativ wenige Hacker unterwegs. Modern Warfare
Warfare 2 waren schon verdammt viele. Und ich meine auch solche Sachen wie Call of Duty Elite für Modern Warfare 3. Ich soll monatlich dafür zahlen, dass ich ein Spiel spielen darf, für das ich sowieso schon Vollpreis bezahlt habe. Ich meine, hallo, geht's noch? Ich habe Geld dafür bezahlt. Ich will das auch spielen. Oh. Ein Skelett. Ich meine, ich habe eben Geld. Ja, da liegt's. Ich habe eben Geld bezahlt für dieses Spiel und ich sehe nicht ein, warum ich Monatsgebühren dafür bezahlen sollte. Es ist ein Shooter. Und ja, ich meine, ich krieg dafür Map Packs, die aber sowieso schon überteuert sind, wie nochmal was. Ich meine, Entschuldigung, 15 Euro für 5 Maps sind verdammt nochmal zu viel. Und zwar richtig zu viel. Und ja, das sind so Sachen, die mich stören. Des Weiteren ist dann ja auch für PC gibt es Call of Duty Elite nicht so wie auf der Konsole. Warum, verstehe ich nicht. Es ist eine Internetseite. Eine Internetseite kann man einfach... Also, ich meine, wenn man dazu zu blöde ist, die zu portieren, kann man es auch gleich lassen. Weil, ja, ne? Internetseite portieren ist jetzt Aufwand gegen Null. Und ich verstehe es halt einfach nicht, ne? Ich meine, auch so diese Verlagerung mehr oder weniger ins Internet. Battlefield 3 Battlelog ist auch so eine Sache, meiner Meinung nach. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Gibt mir einen Ingame-Server-Browser. Und ich bin vollkommen zufrieden, aber auch kein so ein komisches Battlelog. Was will ich denn damit? Ich meine, gut, ich habe alles im Internet auf einen Blick. Bla, aber okay, ich kann mich vielleicht noch dazu überreden lassen, dass wir das, dass das eben für... Juhu! Dass das eben für... Das ist interessant. Dass wir das eben... nicht wir, sondern dass das eben für den Serverbrowser gemacht wird. Okay, dazu kann ich mich vielleicht noch bewegen lassen. Aber warum soll ich eine Singleplayer-Kampagne daraus starten? Aus welchem Grund? Ich sehe es nicht ein. Es macht einfach keinen Sinn. Und ja, aufgrund solcher Sachen oder auch so Sachen wie Origin. Ich meine, warum Origin? Wir haben bereits Steam. Und Steam hat jahrelang Erfahrung damit. Es ist inzwischen bekannt und, sagen wir mal, akzeptiert. Es ist meiner Meinung nach auch ein relativ gutes und stabiles System, was sie da aufgebaut haben. Und dann kommt Origin daher. Dann halt mit solchen Datenschutzbedingungen, Bestimmungen, dass man es am liebsten gleich in die Tonne werfen würde. Und ja, ich meine, es macht einfach keinen Sinn, warum man sich absichtlich versucht, oder was heißt, sich absichtlich, weil es gab ja bereits im Vornherein Proteste gegen sowas. Warum man dann trotzdem noch weitermacht und sich versucht, absichtlich die Spieler zu vergraulen, verstehe ich eben nicht. Weil, ich meine, was will man denn haben? Man will Profit haben. Aber, das kriegt man nicht mit sowas. Ich verstehe nicht, warum die Publisher das zum Beispiel nicht verstehen. Und, um nochmal auf die Map Packs zurückzukommen. Ich meine auch, Call of Duty 3, also Modern Warfare 3 meine ich, Call of Duty Modern Warfare 3. Es wird natürlich genauso Map Packs haben, das ist kein Geheimnis. Aber, laut Shop-Beschreibung, 20 Stück. 20 Stück. Da denke ich mir schon, wer braucht die? Das sind 20
Stück zu wahrscheinlich hier 15 Euro. Und ich denke mal einfach nur, warum? Oh cool, wenn wir jetzt auf dem. Ach so, das richtet sich immer nach Ponybox. Okay. Nee, nee. Ich meine, 20 Euro für diese ganzen Map Packs. Bist du des Wahnsinns? Es sind so Sachen, da denke ich mir, früher. Früher, da haben wir, also was heißt früher? Zu Zeiten von Modern Warfare 1, da gab es neue Karten im Patch. Da musste man nichts für zahlen. Hat der Entwickler einen Patch nachgeliefert, hat gesagt, hey Community, danke, dass ihr uns so toll unterstützt. Hier ist ein Patch, da gibt es eine neue, da gibt es neue Maps. Vielleicht sogar einen neuen Spielmodus. Gibt es auch heute noch in manchen Spielen. Hard Reset ist zum Beispiel so ein Beispiel. Das hat einen neuen Spielmodus mit einem Patch gekriegt. Ist zwar kein Multiplayer-Spiel, aber hey, trotzdem. Ich meine, es ist. Das sind halt so Sachen, da denke ich mir schon, warum macht man sowas heute nicht? Ich meine, es ist eine Sache, Profit zu machen. Aber man kann auch durchaus Profit machen, ohne sich die Kunden zu vergraulen. Und ich denke schon, dass das im Interesse vieler Publisher und Spielehersteller ist, sich eben die Kunden nicht zu vergraulen. Da denke ich mir halt eben, wie gesagt, manchmal, warum die das nicht einfach kapieren. Es ist nicht so schwer zu kapieren. Da könnten sie einfach mal mehr auf die Community hören. Also es gibt Publisher oder beziehungsweise Entwickler, die wirklich viel auf die Community hören, die wirklich mit der zusammenarbeiten, immer wieder sich von der Community, sagen wir mal, helfen lassen, die Community halt eben auch für ihre, sagen wir mal, Treue belohnen. Scheiße. Oh Gott. Dodge, dodge, dodge. Wo kommt das hier her? Ja. Pfeil. Pfeil. Aber hey, wir sind gut. Wir haben es überlebt. Wir haben nicht mehr Schaden gekriegt. Jetzt fühle ich mich gut. Und wie heißt es so schön? Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ich muss heute noch wohin. Also sage ich jetzt erstmal für diesen Teil tschö, tschö. Und ja, wir sind eigentlich ganz weit gekommen, denke ich. Brauchen wir Holz, dass wir hier oben das mit den Zäunen machen können. Wir haben hier so eine nette Sache, das können wir dann nach hinten ausbauen. Wir können uns jetzt hier mehr oder weniger so eine Hausstruktur bauen. Machen wir das hier auch, dann sind das quasi unsere Fenster. Hier rüber. Ist hier quasi so ein Vorraum. Kann man noch, sollte man noch umgestalten. Ich denke, ich werde. Das mache ich jetzt noch schnell. Also so viel Zeit habe ich denn doch. Zwar sieht das so ziemlich behindert aus, meiner Meinung nach. Ich hätte viel lieber. Was ich schön finde, ist droppen jetzt auch wirklich Treppen. Und nicht wie früher, wenn man eine Treppe zerschlägt, einfach nur einen Steinblock. Das war ziemlich nervig. Da muss man das halt umplatzieren.
hier und hier. Nein, ich hätte den. So. So eine Art Kerzenleuchter. Stimmt, ja. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Mit diesen neuen, dass die Zäune sich eben an die Wände ranhängen. Gut. So kann man Kerzenleuchter bauen. Also, ich meine, ja, solche mehr oder weniger wirklich Fackeln so. Das sieht dann meiner Meinung nach irgendwie besser aus. Ah doch. Jetzt haben wir hier die Treppe halbwegs schön hingekriegt. Das sieht wesentlich besser aus. Hier können wir dann so ein kleines Lager bauen. Beziehungsweise, ja, so ein Schrank. Drücken wir es mal so aus. Ich will die hier mal ganz kurz wegmachen. Und umsetzen, und zwar hierhin. Und dann bauen wir. So, hier kommt dann unser Lager rein. Geht's hier in den kleinen Essraum. Und dann müssen wir noch schauen, wie wir es weitermachen. Ja, ich denke, dann war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte abonnieren, kommentieren und bewerten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö, tschö.